Menschen sind wie Ameisen. Um das gleich von Anfang an klarzustellen, an Ameisen ist nichts auszusetzen. Und auch an Menschen ist nichts auszusetzen. Wenn wir einen Ameisenhaufen beobachten, sehen wir, wie die Ameisen über den Hügel krabbeln, ohne zu wissen, wohin sie gehen sollen. Wir bemerken die Straßen voller beschäftigter Ameisen, die von A nach B und hin und her krabbeln. Schauen Sie sich die Erde von hoch oben aus dem Himmel an oder sogar aus dem Weltraum. Tun Sie das nachts. Was sehen Sie? Sehen Sie sich die Straße mit all den Straßenlaternen und dem Verkehr an. Fügen Sie die riesige Anzahl von Flugzeugen hinzu und Sie werden möglicherweise ein ähnliches Muster erkennen. Wir lachen über Ameisen. Aber tatsächlich sind wir insgesamt nicht so verschieden. Ameisen haben jedoch möglicherweise ein einfacheres Leben. Sie erhalten den Befehl, den anderen Ameisen zu folgen, sich alle Pflanzen oder Ressourcen zu schnappen, die sie finden können, und sie zurückzubringen, um auf den nächsten Befehl zu warten. Sie halten nicht unterwegs an und fragen sich, ob es links keine besseren Blätter gibt, ob sie es nicht einfach dort drüben versuchen sollten, um sich einen langen Weg zu sparen. Schau, die Sonne ist aufgegangen und es ist ganz nett hier. Warum setze ich mich nicht einfach dort drüben in den Schatten und schaue mich um? Gibt es keine andere Arbeit, die ich machen könnte? Vielleicht kann ich besser Befehle erteilen, anstatt nur ein Arbeiter zu sein. Warum bekommen wir keine Freizeit? Nein, es heißt, man befolgt seine Befehle und alles ist gut. Oh, und wenn man aus irgendeinem Grund stirbt, niemand trauert. Es werden keine Gräber ausgehoben. Tatsächlich können Ameisen die Körperteile, die sie für nützlich halten, sozusagen recyceln. Ja, okay, vielleicht ist das nicht wirklich nett und obwohl alle über Organspende reden, ist es nicht wirklich dasselbe. Andererseits, warum sind alle, und ich meine wirklich alle, so verdammt davon überzeugt, dass die Welt aufhören wird, sich zu drehen, wenn sie nicht mehr da sind? Jeder ist davon überzeugt, glauben Sie mir. Dies wird deutlich auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber es läuft immer auf dasselbe hinaus. Schade, dass sie irgendwann alleine in einem Raum enden und einfach sterben, während die Zeit und das Leben weitergehen. Nun, sie werden es nicht mehr bemerken, also können sie vielleicht weiter träumen, dass die Welt stehen geblieben ist, seit sie aufgehört haben, sich in ihr zu drehen, und mögen ihnen dies ein friedvoller Gedanke sein. Aber natürlich weiß jeder nur zu gut die Wahrheit. Sie machen Witze darüber. Sie bereiten sich mit einem Testament oder ihrem letzten Willen darauf vor. Sie versuchen vielleicht, Denkmäler zu errichten, wie in alten Zeiten mit Pyramiden oder anderen Formen monumentaler Gräber. Obwohl ich sehr bezweifle, dass die heute errichteten Denkmäler genauso lange halten werden. Naja, die universelle Wahrheit bleibt jedoch dieselbe. Sie sterben. Na und? Obwohl auch Sie das wissen, ignorieren Sie die Tatsache und träumen einfach weiter. Und fühlen sich ungeheuer wichtig auf dieser Welt. Es ist die Frage, in welchem Universum sie leben, um sie ein wenig zu trösten. Ja, sie können tatsächlich als König und Königin und Hohepriester in ihrem definierten Universum sein. Und ja, die Welt wird nie genau dieselbe sein, wenn sie einmal nicht mehr da sind. Aber das gilt für alle. Es spielt keine Rolle, ob sie die Mutter von zwei Kindern zu Hause sind, die weise Anführerin ihres Landes, der Chef einer kleinen Firma oder der Obdachlose auf der Straße, an dem sie jeden Tag vorbeigehen. Sie alle haben ihr eigenes kleines Universum um sich herum. Und dieses Universum ändert sich, wenn sie einmal nicht mehr da sind. Manchmal ist es ein schönes Universum, manchmal ein schlechtes, aber dennoch ist es ihr Universum. Mit ihrer besonderen Rolle darin. Wenn sie Glück haben, können sie ihre Rolle selbst wählen, wie Schauspieler. Aber selbst die können eine schlechte Zeit haben und müssen die Rollen nehmen, die ihnen angeboten werden. Denken Sie also nicht, dass Sie immer die schlechte Zeit haben und alle anderen die gute. Aber am Ende sterben Sie wie die Ameisen auch und werden wieder zu Staub. Wenn Sie das immer im Hinterkopf behalten, werden Sie auf Ihrem Weg vielleicht ein bisschen demütiger. Lassen Sie andere Menschen ihr eigenes Universum leben
auch wenn es mit ihrem eigenen Königreich kollidiert. Dafür lohnt es sich nicht zu kämpfen. Es ist mehr wert, in Frieden zu gehen. Menschen vergessen das oft.